Hallo zusammen, heute nehmen wir das Abendmahl ein, ganz konkret für deine Freunde, für die Beziehungen, wo du drin bist, vielleicht auch für deine Small Group, für deine Church. Und das Abendmahl hat einen solchen krassen, positiven, göttlichen Power. Und wenn du jetzt das Brot in deine Hände nimmst, ein Matzabrot oder was auch immer, dann bin ich mir bewusst, dass der Leib Christi wurde gebrochen, damit Heilung bewirken kann in den Freundschaften, in der Church, was auch immer da vielleicht auch an Dingen geschehen ist, die nicht optimal sind. Und ich danke dir, Jesus, wenn ich dieses Brot käue, dass du für meine Freundschaften, für meine Beziehung, für die Small Group und für die Church gestorben bist. Und das, was kaputt ist, kannst du wieder heilen und auch wiederherstellen. Und das macht unser Gott, weil das ist deine Visitenkarte. Und wenn wir heute das Blut nehmen und uns daran erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann möchte ich dir folgendes Bild vor Augen malen, dass er fünf Löcher hatte. Zwei in seinen Händen. Und das gilt für alle die, die hilflos sich fühlen, die zweifeln, die einfach Unterstützung brauchen. Treff ihn bei seinen Wunden in seinen Händen. Er hat zwei Löcher an seinen Füßen für alle die, die eigene Wege gegangen sind, vielleicht auch in Freundschaften, vielleicht auch in Beziehungen. Dort findest du wieder Ruhe für deine Seele. Und eins in der Seite für alle die, die sich nach Intimität sehnen. Und er hat das Blut vergossen, damit wir in unserer Identität und in unseren Beziehungen wiederhergestellt werden können. Ich liebe immer diesen Moment, wo einfach das, der Traubensaft oder der Wein so runterläuft. Das ist so was Erfrischendes. Und das ist jetzt auch mein Bild, das ich aussprechen möchte über alle Beziehungen, wo wir drin sind, dass etwas Erfrischendes heute Gott losiert, dir eine Idee gibt, einen Gedanken gibt, vielleicht auch den Mut gibt, dich zu entschuldigen, um dich zu versöhnen, was auch immer. Der Challenge ist, aber dieses Blut von Jesus, das geht so wunderbar darunter und kreiert etwas Neues und Frisches in deinen Beziehungen. Und denk daran, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und Gott hat uns Freundschaften an die Seite gegeben, weil das bereichert unser Leben. Ich wünsche dir einfach so göttliche, positive Freundschaften.